Hallo und herzlich willkommen zum nächsten Teil der Cinematics Tutorial Serie. In diesem Teil geht es jetzt erstmal darum, nach dem Zoom, den du jetzt sehen wirst, ein bisschen mehr Action reinzubringen. Der Murdoch wird die Straße weiter rauflaufen, aber ich habe vor, noch ein paar andere Dudes rumlaufen zu lassen und dafür nehmen wir das Mannequin. Und das Besondere daran ist, dass wir das animationstechnisch nicht so machen wie mit dem Murdoch hier, sondern mit dem Take Recorder und dem Mannequin. Das heißt, wir werden mit dem Mannequin selber rumlaufen, also dem Murdoch quasi entgegen, werden unsere Animation aufnehmen. Das machen wir ein paar Mal, dann werden wir das hier integrieren und dann haben wir hier ein paar Dudes, die dem entgegenlaufen sozusagen oder weglaufen vor der Drohne und so bringen wir ein bisschen Action rein. Und los! Voice Recognition authorized. So, fangen wir damit an, dass wir den Murdoch hier von A nach B laufen lassen. Ja, du weißt ja, die Drohne kommt von hier oben und schaut dann hier runter. Jetzt ist er ja noch hier im Fokus, deswegen müssen wir das ändern. Wir nutzen hier einen neuen, wir kopieren uns den einfach weg, den Murdoch. Der läuft dann von hier, wird die Animation starten, bis nach da hinten ungefähr. Und wenn wir uns hier in diesem Kamera-Actor befinden, können wir hier direkt den ganzen Look-Ad und so weiter, den Look-Ad-Kram dann rausnehmen. Also hier kann er hier schon mal gelöscht werden auf jeden Fall, weil den brauchen wir jetzt nicht mehr für diese Kamera. Wir klicken hier drauf und hier oben ist ja dieses Look-Ad-Tracking aktiviert. Das haben wir beim letzten Mal gemacht. Hier nehme ich dann einfach mit der Pipette dann den anderen Murdoch, also unseren Murdoch 2 hier. Das Ganze dann noch safen und im Grunde genommen können wir das jetzt auch mal ganz kurz testen, ob er ihn hat. Na, wenn er mich lässt. So. Ja, da ist die Kreuzung. Das passt also. Jetzt müssen wir nur noch animieren. Dafür habe ich mir jetzt eine Position ausgesucht, die alles im Blick hat. Das heißt, ich werde mir den Murdoch nochmal schnappen. Und wenn ich das hier aufklappe, dann hat er ja auch verschiedene Tracks zur Auswahl, wie du schon weißt. Wir nehmen natürlich den Transform, weil wir wollen jetzt ohne Animation einfach sagen, so, du wanderst jetzt von hier nach da. Wir sind jetzt am Anfang und werden dann hier den Transform, so wie er ist, einfach jetzt setten. Jetzt gehen wir zum Ende und setten den hier. Das ist mir gerade aufgefallen, das ist natürlich Quatsch, weil er ja währenddessen schon losläuft. Das heißt, wir sind ja hier in der Animation, wir sehen hier oben noch die Drohne. Das heißt, wir können hier ein bisschen rauszoomen, Steuerungstaste, Maustaste zurück, Mausrad zurück und ziehen den Regler einfach ein bisschen nach vorne und wir können den ja schon mal vorher anfangen lassen loszulaufen bzw. sich zu bewegen, noch läuft er ja nicht, und schauen uns das hier schon mal eben kurz an, dann wissen wir, wo wir mit dem ganzen Kram starten können. Also theoretisch, ja, am besten läuft er hier schon, weil in der Theorie könnte man es ja noch sehen, je nachdem, ob wir jetzt ein bisschen mit dem Zoom oder so noch was machen, würde das dann auffallen. Und du siehst, es passt schon. Ich glaube, der ist zwar noch im Beton drin, ja. Aber das kriegen wir hin. So, dann gehen wir hier hin und schauen uns mal an, wie der hier startet, der Gute. Tja, ich würde sagen, das passt. Das heißt, der nächste Punkt ist einfach Mist scheinbar. Ja. Dann testieren wir das noch schnell. Ungefähr so, man sieht es ja eh aus, weiß nicht wie viel Metern Höhe. Und ja, wenn du sowas gemacht hast, nie vergessen, das Ganze zu setten. Und dann läuft es auch wieder. Gucken wir uns das nochmal an. Ja, perfekt. So, jetzt kommt die Animation. Und das könnte natürlich auch ein bisschen weiterlaufen noch, aber das machen wir am Ende, wie es dann am besten ausschaut. Kümmern wir uns dann später drum. Jetzt kommt die Animation hinzu. Da brauchen wir natürlich einen Animation Track und zwar irgendwas mit Run. Ich glaube, der hatte nur einen. Ja, Run Forward. So, die startet natürlich hier und geht komplett durch. Und auf geht's. So, ist natürlich noch ein bisschen off, aber wenn wir das ein bisschen länger laufen lassen, dann, ich denke mal, die muss noch 5 Sekunden länger laufen, damit es ein bisschen realistischer aussieht, weil jetzt läuft er ja quasi schneller als oder bewegt er sich schneller als er läuft. Jedenfalls von der Animation her.
Und aber trotzdem will ich das jetzt erstmal so lassen. Das können wir später hinten raus dann noch verändern. Das nächste, was wir jetzt machen werden, sind die Takes. Dazu brauchst du selbstverständlich den Take Recorder, das ist der hier. Den wirst du sehr wahrscheinlich nicht finden, weil das ein Plugin ist, was standardmäßig deaktiviert ist. Also rein in die Plugins und dann einfach, ich glaube Take habe ich eingegeben, ja da ist er schon. Das Ding aktivieren, die Engine neu starten, dann kommst du wieder zurück. Und dann findest du unter Window Cinematics den Take Recorder und den habe ich dann einfach hier oben angedockt. Mehr habe ich da noch nicht gemacht. So, der Take Recorder ist am Start. Jetzt brauchen wir noch irgendeinen Dude, mit dem wir rumlaufen können. Ich habe mir gedacht, wir klauen uns einfach hier aus dem Third-Person-Content den Third-Person-Character. Dazu einfach hier rein kopieren. Ich kopiere ihn jetzt einfach hier in unsere Cinematic-Serie rein. Ziehen, damit wir den auch wiedererkennen können. So, das reicht jetzt vom Setup auch schon. Wir können ja so schon mit ihm rumlaufen, wenn wir ihn einfach hinzufügen, weil er ja schon alles vorbereitet wird, wurde. Das kann ich dir nochmal kurz zeigen. Du gehst einfach hier rein. Jetzt passiert natürlich noch nichts, weil der noch nicht übernommen wird, aber das können wir ganz schnell hier in die Details machen. Ich collapse hier immer alles, wie du weißt, und dann haben wir hier irgendwo den Punkt Porn. Da. Und dann übernehmen wir ihn einfach sofort. Alles quick and dirty hier. Player 0 übernimmt. Auf geht's, ab geht's. Und dann können wir schon in der City rumlaufen. Bisschen Action machen. So, jetzt müssen wir dem Take Recorder nur noch sagen, was er aufnehmen soll. Der kann jede Menge. Wenn du möchtest, gehe ich da nochmal speziell drauf ein in dem Video und erkläre die wichtigsten Optionen. Für uns reicht es einfach nur, den Dude hier anzuklicken, auf Ressource zu gehen, from Actor. Und dann haben wir den hier oben schon drin. Das kennst du ja auch schon. Und ja, jetzt weiß der Take Recorder schon, was er zu tun hat. Und viel mehr ist es auch nicht. Wir könnten jetzt schon direkt aufnehmen und dann einfach das Level starten. Oder wir gehen direkt ins Level rein und bringen uns schon mal in Position. Ich weiß ja, dass der mir hier entgegengelaufen kommt. Deswegen werde ich mich, ich gehe nochmal eben raus, hier an dieser Linie einfach orientieren. Der wird ja wahrscheinlich hier so lang laufen. Und dann nehme ich einfach auf, wie ich da lang laufe. Und mehr ist das auch nicht. Also ich spiele jetzt einfach das nach, was ich aufnehmen möchte. Ich gehe jetzt auf Aufnehmen, kriegt dann einen kleinen Countdown und rennt einfach los. Und ab jetzt wird aufgenommen unten rechts. Und dann laufe ich einfach lang. So, und mehr muss ich auch nicht tun. Die Aufnahme wird gestoppt. Es wird hier ein Take für uns erstellt. Wieder aus dem Game raus und jetzt, das ist jetzt wichtig zu wissen, wird für dich unter Cinematics ein Takes-Ordner hinzugefügt mit Datum und allem drum und dran. Ja, siehst du ja. Und da haben wir eine eigene Sequenz, die wir verwenden können. Wenn wir die aufmachen, sehen wir hier, dass alles mitgenommen wurde, also der Kamera-Cut, den wir natürlich jetzt nicht brauchen, und die Position, also das Movement von ihm. So, wir könnten jetzt, oder das werden wir auch tun, wir werden jetzt diese Aufnahme benutzen und sie dem anderen, der anderen Sequenz hinzufügen. Wir könnten aber auch, dann haben wir hier eine Sequenz, die wir aussuchen können. Und das bedeutet, wir können uns hier irgendeine Sequenz raussuchen, in die wir die befüllen wollen sozusagen. Dann nehmen wir direkt in die Sequenz auf und nicht in eine eigene. Das ist jetzt eine separate, wenn wir wollen. Können wir aber auch direkt in die Reaper Rail Sequenz aufnehmen und dann wird das direkt hier hinzugefügt. Also ist jetzt so eine Workflow-Geschichte, was für dich am besten passt. Und hier können wir jetzt einen Schritt weiter gehen und das Ganze dann auch einfach, also per Drag and Drop reinziehen natürlich, oder aber als neuen Track hinzufügen. Und das machen wir jetzt. Shot Track, Shot hinzufügen, Namen eingeben und dann ist es schon dabei. Hier müssen wir natürlich schauen, wann der losrennen will. Vom Start zum Beispiel aktiviert es selbstverständlich unsere Kamera hier. Und dann müsste man ihn vielleicht schon sehen, wie er vorbeirennt. Da, ganz kurz. Ist natürlich jetzt extrem kurz, aber ich denke, das System ist klar. Eine Sache noch, ganz wichtig, habe ich eben, glaube ich, automatisch gemacht. Du brauchst die Kamera natürlich nicht von dem anderen Track. Ich gehe nochmal ganz kurz in den
Scene-Track rein von uns. Und hier oben war natürlich auch ein Kamera-Cut drin. Da klickst du einfach auf den Kamera-Cut drauf. Klickst einfach drauf und entfernst ihn einfach, speicherst ab und dann ist alles good to go, weil wir wollen ja nur aufnehmen, wie der hier von A nach B schratzt und mehr Daten brauchen wir ja nicht. Also schön clean halten das Ganze, die Kamera kommt dir dann auch nicht in die Quere und das werde ich jetzt noch ein paar Mal kopieren und dann werden wir am Ende den Track noch ein bisschen feinjustieren zusammen. So, das Ganze sieht jetzt wie folgt aus. Hier ist eine kleine Veränderung, dann laufen jetzt auf jeden Fall zwei Dudes auf der linken Seite lang, einer rechts, das Video ist insgesamt ein bisschen länger und die Laufanimation von Murdoch, die ist ein bisschen glaubwürdiger, weil das Ganze ein bisschen langsamer abgespielt wird. Es passt gerade so, würde ich meinen, könnte noch ein bisschen langsamer sein, aber für unsere Zwecke wird es auf jeden Fall ausreichen. Ja, was habe ich jetzt gemacht? Also rechte Maustaste, das ist hier der erste, ich zeige dir mal eben. Das ist hier der erste Dude gewesen, den ich eben erstellt habe, oder den wir eben zusammen erstellt haben und habe dann einfach nur das Ganze dupliziert. So, dann entsteht der hier oben und den habe ich dann einfach nur ein bisschen zeitlich versetzt. Das heißt, in dem Moment, wo ich hier stehe und schaue, ob das Ganze irgendwie passt oder nicht, kann ich das Ganze verschieben, also hier in der Leiste. Und je nachdem, wie schnell der losläuft, ist er an dem Punkt natürlich weiter vorne oder weiter hinten. Und so kannst du das quasi in der Szene einfach verschieben, was auf jeden Fall richtig geil ist. Und dann habe ich einen neuen, also dann hatte ich schon die beiden, also die beiden, die hier langlaufen. Und ich wollte eben, dass noch einer auf der rechten Seite langläuft. Und dann habe ich einfach nochmal mit dem Take Recorder aufgenommen, bin mit dem Dude da rumgelaufen und ja, bin einfach gerade ausgelaufen auf der rechten Seite, siehst du ja. Und das Ganze habe ich jetzt anders hinzugefügt und zwar in diesen Shot hier. Das heißt, hier reinklicken auf Shot, dann hinzufügen, dann erscheint der, der ist nicht so erschienen, sondern so irgendwie oder war glaube ich auch genauso lang und ich habe den dann auf eine Schiene gebracht hier. Wichtig ist, dass wenn der hier unter dem hier ist, dann gilt der oberste. Das heißt, der unterste verschwindet dann. Deswegen habe ich die direkt ineinander gepackt, damit es da nicht irgendwie zu Missverständnissen kommt und damit es ein bisschen übersichtlicher ist. So, die beiden, das sind unterschiedliche Shots, die werden halt zeitgleich dargestellt und die hier nacheinander, weil ich den hier sozusagen in diesen Shot eingebaut habe. So, habe ich extra gemacht, damit du auch beides mal siehst, also beide Varianten. In unserem Fall ist es völlig egal, denn bei der hier, der verschwindet nämlich. Du hast, und ich kann ja mal einfach ein bisschen weiter ranzoomen, so, damit du das einfach auch mal siehst, also auch die Methoden, weil es ist ja nur wichtig, was man sieht hier, zumindest hier auf dieser Kamera. Und du siehst, der erste Dude, der verschwindet. Da, und dann taucht der andere auf. So. In dem Moment wird der einfach aufgelöst. Zack, der andere läuft und kommt hier vorbei und das, was wir hier auf dieser Cinecamera sehen, das zählt halt. So, also musst du dich nicht immer, sag ich jetzt mal, ordnungsgemäß hier an alles halten. Das, was du siehst, das zählt, fertig. Das wollte ich dir auch noch mit auf den Weg geben. Dazu ist mir dann aufgefallen, dass hier dieser Part hier, der war ein bisschen zu schnell weiter rechts, weil der den Murdoch ja getrackt hat. Das heißt, der war zu schnell hier out of focus. Das heißt, du hast die ganze Zeit die Drohne gar nicht mehr gesehen, nur noch die verschwommene Ansicht und dann ist er irgendwann rangezoomt. Deswegen habe ich hier die Kamera noch ein bisschen justiert. Im Grunde genommen habe ich die ein bisschen weiter höher gesetzt. Ja, können wir auch mal eben hinfliegen, damit du das alles in Relation siehst. Ich habe einfach diese Kamera hier geschnappt, habe geguckt, wo die hier liegt, habe das aufgeklappt und habe einfach hier an diesem Punkt hier die Kamera ein bisschen erhöht. Zack, einfach nach oben. So, und deswegen ist die Drohne jetzt hier viel länger drauf und auch größer bzw. mehr von der Drohne ist sichtbar und das Ganze schwenkt dann eben jetzt nach oben und nicht nach rechts, was mir persönlich ein bisschen besser gefällt. Und dann geht's zack rein. Ja, und durch die Länge des Tracks, ich glaube, ich habe den nur zwei Sekunden, glaube ich, nur länger gemacht und dann das Ausfaden ein bisschen kürzer, mehr habe ich gar nicht gemacht. Und das ist es auch schon. Ich hoffe, du erkennst, wie wichtig das ist. Das war mir auf jeden Fall sehr wichtig, dieser Take Recorder. Damit kannst du einfach rumfliegen, du kannst, keine Ahnung, mit Raumschiffen rumfliegen, was auch immer du selber steuern kannst, irgendwelche Charaktere, irgendwelche Kämpfe oder sonst was. Du kannst alles aufnehmen, du kannst einfach alles, was du aufnehmen willst, hier reinwerfen und das dann einfach
und dann einfach irgendwas zocken oder durchspielen und dann auch natürlich mit deinen Sequenzen selber arbeiten. Also eine Sequenz in der Sequenz, das kannst du da aufnehmen. Hat unendlich viele, viele Möglichkeiten und fand ich auf jeden Fall richtig geil. Deswegen wollte ich es hier unbedingt nochmal einbauen. Im nächsten Tutorial geht es dann darum, alle Sequenzen einmal zu nehmen und zusammenzufassen in eine Master-Sequenz. Wir reden ein bisschen über die Einstellungen im Cinematic-Bereich, gerade in Verbindung mit der UE5 und so weiter, und wir rendern das Ganze natürlich aus. Wenn du Ideen und Vorschläge hast für Follow-up-Videos, wenn dir irgendwas hast, wenn dir irgendwas gefehlt hat oder so, dann schreib sie einfach alle in die Kommentare. Dann mache ich dazu, wenn Interesse besteht, natürlich Follow-up-Videos. Und ja, überhaupt kein Problem. Ist egal was, auch wenn du mal irgendwas anderes sehen willst, alles einfach in die Kommentare. Wenn es dir gefallen hat, lass auf jeden Fall ein Like da, ein Abo, um keine Videos mehr zu verpassen. Unterstützen kannst du mich auf jeden Fall per Patreon, das weißt du ja schon. Und wenn du Hilfe brauchst, komm einfach auf Discord vorbei, da helfen wir dir auf jeden Fall. Und wenn du einfach mal dein Projekt zeigen willst oder einfach mal quatschen möchtest, dann sowieso. Alles klar, vielen Dank, dass du soweit dabei geblieben bist. Und ich würde sagen, wir sehen uns dann im nächsten Video. Bis dahin, ciao.